Wenn wir nackig sind, haben wir also mehr Ausdauer. Ja, war schon immer so. Ich bin um. Tatsächlich, die Frau hat recht. Die kennt sich aus mit denen. Kann ich es gleich mal durchreparieren? Hast du Stahl dabei? Immer. Schlimm. Deswegen haben wir immer nie Stahl, weil Ja. Foxy in der Tasche hat. Wir suchen das immer, damit wir irgendwas ein bisschen zusammen Nur flicken können maximal und immer die Hälfte raus. Foxy hat wahrscheinlich 5000 Stahl einstecken. Jetzt mit der, jetzt nur mehr 30. Vorhin waren es 80. Da. Da ist aber gelootet. Runter, runter, runter. Natürlich. Hoch, runter, runter, hoch. Sie mal Oh, entscheiden. runter. Bin ich jetzt schon wieder verkehrt. Wallat. Ja. Wo seid ihr denn jetzt Haben wir runter? ja schon wieder verloren. Ja, ich hab mich Da, gerade hier, angezogen. hu. Da. Oh. Hinter dir. Da. Es ist dunkel. Nein. Doch, bei mir ist dunkel. Es wird dunkel. Hinter dir. Ach, da. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Dings zu viel zu Schau, dunkel warte mal. eingestellt. Ich leuchte dir jetzt den Weg. Hey, krass. Ja, stimmt, Knochen. jetzt wo es dunkel wird, können wir ja den Leuchtestab mal testen. Den habe ich gerade. Der macht dasselbe Den Licht wie Koko. eine Fackel. Koko. Ah, Koko. Ich finde, dass der viel mehr Licht macht. Und wie Bräuchte lange ich eine hält die? Fackel zum Vergleich, dann könnte ich es dir sagen. Die Fackel hält, glaube ich, kürzer als der Leuchtstab. Der hält 5 Minuten. Was war denn diese Höhle, die ausschaut wie eine Klaue? Die Spinnenhöhle. Das war doch nicht die Spinnhöhle. Doch. Die war doch weiter oben am Fluss, oder? Nee, das ist die Höhle, wo ihr dauernd gestorben seid. Okay, gut. Dann können wir uns die gleich für den Rückweg mitmerken, dass wir da reingehen. Mit denen haben wir auch noch eine Rechnung offen. Ja, die Lass mich Spinnen. aber Gegengift auch mal herstellen. Wollte ich gerade sagen. Ein Teiltrinker, so nein, haben wir ja ein Provisio. Noch habe ich ein paar Gegengifte. Dann kannst du da ja reingehen. Jetzt, ich bin voll. Wo seid ihr eigentlich? Irgendwie habe ich euch verloren, oder? Wir sind gleich an der Spinnenhöhle. Ich bin auch da. Lauft ihr unten am Fluss? Nee, um. Oben. Siehst du das Licht nicht? Seht ihr mein Licht nicht? Nö. Nö. Ich stehe jetzt vor der Spinnhöhle. Na, so weiter geht meine Dings nicht. Distanz. Wir sehen die Spinnenhöhle schon. Dann müsstet ihr mich doch sehen. Jetzt sehen wir Ich die. stehe doch davor. Jetzt sehe Hä? ich dich. Ich sehe euch immer noch nicht. Hinter dir. Hinter mir. Ach, da oben. Falls ihr nicht, lauft ihr nicht ein bisschen falsch außerdem? Nö. Du hast die Spinnen hinter dir, hör zu. Nee. Also, Wir ihr wollen wollt doch hier einen Drachen machen. den roten Drachen mitnehmen. Ja, ich hab's gerade mitgenommen. Eingefallen so. Hei, Deutsche Sprach, schweres Sprach. Das sind Schlafsäcke von uns. Ja, sind wir auch schon öfter gestorben. Ich hab nichts zum Klein machen. Ich kann ja nicht mit den Dings. Mit dem Dreizack da drauf rumkloppen. So, wo war denn der kleine Drache? Ja, du bist jetzt hochgelaufen, ja? Jo. Ja, genau. Ich glaube, rechte Seite. Irgendwo hier. Ausdauer, Ausdauer. Die Ausdauer. Okay, das hat sie nicht gelaufen, wo ich jetzt laufe.
Wandert ist bei mir. Ja, ich hab einen gesehen, der läuft und da bin ich hinterher. Ich suche hier den Drachen. Der war hier aber, ne? Der war hier. Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Ja, normalerweise hier. Ja, vielleicht kommt er gleich. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ja, bei unserem zweiten Zuhause. Nee, dort bin ich nicht. Wir gucken hier das Hügelchen hoch, aber hier oben ist? Nee. Ich bin Richtung Norden so circa gelaufen, entlang der Brücke. Ich sehe einen Pferd schießen. Ich sehe da wen laufen. Ja. Oh. Da steht sogar noch ein Bogenschütze vor uns, oder? Ich hatte. Die halt mal überhaupt nichts macht. Nee, gar nichts. Ey, du Kusche Tante. So, und da unten steht auch noch einer rum. Er steht da, ein Kämpfer. Ja, die hatten wir uns ja mal zu dem Drachen dazugeholt, aber. Vielleicht haben die Drachen immer wieder kaputt gemacht, wenn die kommen. Ich habe einen Drachen gefunden. Wo denn, wo denn, wo denn? Entlang der Brücke, wie ich gesagt habe. Ja, und wo genau? Die Brücke ist einmal über die ganze Map. Fast Richtung Norden. Fast am Ende. Da sind wir doch. Lauft's richtig direkt zur Brücke drauf zu. Esther kriegt die auch raus, wenn ich... Ich schieß schon mal auf ihn. Nein! Ein Schuss und er ist tot. Hab ihn nicht mal getroffen von der Distanz. Er ist genau vor meiner Nase. Wann kriegst du Äste, Angel? Wenn ich mit der Axt auf den Baum drauf haue. Ja. Mit der normalen Axt, ja. Mit dieser Kreuzpicke nicht. Doch, habe ich jetzt auch rausgekriegt. Da hast du was anderes. Äste oder diese Rinde? Rinde, genau. Mit der Spitzhacke, die Axt und Picke in eins ist. Willst du hier einen Pfeil schießen? Nein. Ich bin genau in die Richtung geschossen, wo ich euch vorhin gesehen habe. Seht ihr? Hallo, hier, hinter euch. Jetzt wird ein Strauß, braucht es keiner da. Wo oben. Denn? Oben oder unten? Ach, da hinten. Und da steht der Drache. Ach, hier oben steht er diesmal. Da habe ich ihn damals getötet. Zum ersten Mal in meinem Leben. Deinem Leben. Ja, da bin ich aber da oben gestanden, auf dem Plateau. Alle drei gleichzeitig, dann haben wir jeder was von. Natürlich. Ja. So. Also ich finde die Pfeile einfach überpowered. Na du Kleiner. Jawohl, ich hab den Kopf. Ich kann nix abbauen. Dafür bin ich überladen. Ja, das Fleisch hol ich aber raus. Das braucht man nicht. Kannst den gleich wieder wegschmeißen, den Kopf. Nee. Nee. Ich schmeiß doch keinen Kopf weg, hallo? Gib ihn mir oder was? Nee, geht schon. Ich hab das Fleisch und die Steine so rausgeschmissen. Na gut. Dann haben wir den auch gleich mit. Aber der hat auch nur Dämonenblut gegeben. Mhm. Ich dachte, er gibt dieses Drachen. Nein, das Drachenpulver musst du selbst herstellen. Skorpione am Hintern. Machen wir überhaupt auch nochmal eine Futterpause oder so? Wie Futterpause? Abendbrot oder so. Hat man doch gedacht. Das war eine Kaffeepause. Also. Braucht meine Frau ein bisschen, um das fertig zu machen. Ja, dann schon irgendwann. Wann denn? Vorschläge vor? Nicht alle auf einmal? Halb acht, ich muss gucken, was meine Lampkeule sagt. Muss da eh gleich hin. Ja, machen wir halt auf halb acht. Ja, ist eine Stunde noch. Oder? Jo. Foxy, ist das Absicht, dass du da stehst und vom Skorpion dich annagen lässt? Nein, ich hatte kein Gewicht mehr. Ah. War überladen auf einmal. Mhm.
sah irgendwie komisch aus, so da stehen, klack, hot, klack, 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 klack. Habe ich genug Leben, also. War es Gift. Bei den Skorpionen ist nicht so schlimm. Eine fliegende Antilope. Ja. Das ist Rudolf, die fliegende Antilope. So. Kurze Pinkelpause an der Oase. Ich erlaufe. Hä? Ich hab gerade Wasser getrunken im Wasser. Okay. Das war's. Jetzt hab ich ein Problem. Bin ich schon gelb im Gesicht? Verrate ich dir nicht. Da ist ein Skarabäus drin hier. Was? Ja, dieser Käfer da. Achso. Aha. Den Käfer meint er. Puh. Du sollst doch nicht klettern. Seid ihr jetzt weitergelaufen oder reingelaufen? Ich laufe weiter. Ich bin mal reingelaufen. Weiß nicht, was ich drin soll, ich kann eh nichts mehr nehmen. Also. Ich wollte was loswerden. Na toll, ja. Wir nehmen das Zeug mit, um es in die Base zu tragen und vorzulegen. Nee, das ist einfach eine blöde Tierhorte, was man nicht ständig kriegt. So viel Platz habe ich nicht mal mehr. Ich bin bei 99%, da geht nichts rein. Wisst ihr, ich brauche jetzt Tierhaut, um mir einen Bogen herzustellen. Dann töte einen Strauß. Ja, ich habe aber kein Messer. Gerade kein Strauß hier und ich habe auch kein Messer, um vernünftig. Nimm die Axt. Alles verloren und meine. Nimm die Axt. Mein Inventar ist alles weg. Naja, ist gerade kein Strauß da. Wenn man einen Strauß sucht, ist er nicht da, ne? Nimm eine Schildkröte. Gibt nur Fleisch. Nee. Hä? Bei mir gibt es jetzt gerade nur Fleisch. Ich habe jetzt 3 Schildkröten schon, ja. Okay. Angie spielt manchmal ein anderes Spiel, kommt mir so vor. Außerdem bin ich schon wieder total abhackt hier. Ausdauer fehlt. Mir auch. Ich bin den Vater. Und weiter geht's. Wird noch immer nicht genug. Hm? Ah, dieses Nasenkittier. Ach so. Da wollte immer mehr. Oh. Er will doch nur spielen. Ja. Er will doch nur spielen. Und was haben wir damals? Hyazinthen. Was ist sie? Boah, ein Wasserschlauch. Scheiße, wo haben wir noch hin? Irgendwo in der Base. Keine Munition. Ich habe alle Pfeilarten, die wir haben, im Inventar. Du musst den Bogen in das Inventar nehmen, den Pfeil dann auf den Bogen ziehen, dann ist er nachgeladen. Oh. Einfach draufziehen.
Welche... Na, kann ich doch die Feuersteinpfeile auch nehmen, oder? Für die Armbrust? Nee, nee, für die Armbrust brauchst du Bolzen. Genau. Ja, Bolzen haben wir keine. Jedenfalls habe ich bis jetzt keine gefunden, oder? Ich habe mich versehen. Also, das nicht gesehen, wie viel. Pfeile sind für einen Bogen, Bolzen sind für eine Armbrust. Und was da davor steht, ob da Feuerpfeil, Stein, Knochen, Gift oder sonst was davor steht, das ist eigentlich wurscht. Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen. Check und verlaufen. Ach, halt doch die Schnabel, du blöder Vogel. Quiekt mir hier von hinten die ganze Zeit ins Ohr. Komischen Heuschrecken hier. Wisst ihr, auf was ich mich am meisten freue? Wenn das neue Update rauskommt. Aufs Teleport-System. Ich hoffe, das funktioniert. Teleport? Ja. Hä? Die wollen doch so ein Schnellreisesystem einführen. Okay. Dass man eben nicht mehr die ganze Zeit von A nach B über die ganze Map rennen muss. Wäre ja cool. Es reicht ja schon, wenn sie ein Pferd oder so nehmen. Na, das kommt auf jeden Fall nicht. Leider. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das sollte ja kommen, aber... Okay. Oh, leider, leider. Pferd oder ein Auto oder... Ja, ein Flugzeug. Ein Schrauber. Ein Drachen. Ich glaube, die Angel hat der Kämpfer bestellt. Was habe ich bestellt? Ja, Kämpfer stehen da vor unserer Tür. Ach so, ja, die habe ich da hingestellt, ja. Seid ihr schon zu Hause? Ja. Kann ja nichts dafür, wenn du so lange brauchst. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich stehe vor deren in ihrer Base, aber ich komme hier nirgendwo dran vorbei. Ich muss jetzt da durch. Ich weiß nicht, was du tust. Ich möchte nach Hause. Ich kenne mich doch hier auch nicht aus. Hier ist ein stylischer Tänzer. Ein stylischer Tänzer. Wie heißt er? Distürisch? Ein störrischer Tänzer. Ein stückischer. Halt doch mal das Ding! Blöde. Das ist ein Schmelzer. Ein Schmelzer, gehen wir daher. Was hab ich denn? Hast du den Hauke auch mit bei gehabt? Den hat er selber dabei gehabt. Ja, deswegen ist er so schwer. Was hab ich denn jetzt hier bei? Ich hab den Rhein aus den Rosenhain. Den? Den Ryan aus dem Rosenhain. Ja, okay. Ryan aus Rosenhain. Und nichts. Achso, der ist unten drin. Und ein Hohepriester, ein Set-Hohepriester. Er gehört in unseren Tempel. Welchen? Ein Set-Tempel. Set. Hier hinten. Sind die Kämpfer von uns? Nee, oder? Ja. Die hier vor der Base stehen. Ja. Ist das dieser hier? Da haben sie aber jetzt Glück gehabt, ich wollte sie schon über den Haufen schießen. Ah, hat doch Foxy extra gesagt, dass ich die da vorne hingestellt habe. Hat jemand von euch allein zufälligerweise Fell mit, dass Fell. Ich den Bogen machen kann? Dicke Haut habe ich dabei. Dicke Haut, ja. Ein dickes Fell. Wo stelle ich dir denn hin? Einfach nur mit ihr ran oder was? Und reinstellen? Reinsetzen? Ja. Reinziehen. Ja, und dann, oh ja. Ja. Ah. Okay. So, und dann hatte ich hier noch diesen Typen da, den Namens-Typen. Wo machen wir den hin? Was hattet ihr für eine Funktion? Mal gucken. Hat der eine Funktion? Er hat die Funktion Gewicht an 50 Kilo und ablegen. Weiß ich nicht. Was hat denn der für ein Symbol? Ein Hammer und drei
Was ist das? Die Nägel dran? Keine Ahnung. Leg den mal irgendwo hin, dass ich's mir angucken kann. Ich hau das Ding mal in eine Kiste rein. Der ist zu groß. Ja? Das machen wir woanders. Da machen wir das hin. Wo hast du denn hin? Nee, den gehen wir nicht vor und den gehen wir woanders hin. Wow. Den kannst du draußen ein Tor machen. Der ist echt klein. Übers große Tor. Warte mal, Jake hat ja so viel Platz in seinem Haus. Stimmt. Alter, wo hast du denn jetzt hin? In die Kiste hier? Da ist alles voll. Hier ist doch alles voller Rüstung, Angel. Wo denn? Hier. Na, hier bei den Rüstungen, Schwerter. Was du willst, eine ganze Kiste voll. Ich pack den hier in den Ofen. Drin geguckt. Ich pack den hier in den Ofen rein. Ja, Jack an deiner Hütte. Ja, gleich. Das ist ein Zimmermann. Ein Zimmermann, ja, siehst du. Ich glaube, den gebe ich noch. Warte mal, den gebe ich noch ein Stück höher. Ich kann mich gerade nur erstmal nicht bewegen, ich muss den erstmal loswerden. War das ein besser ein Langschwert oder ein eisernes Breitschwert? Musst also, ich finde das Langschwert gut. Habe ich zwar das kleine Fenster zugemacht, aber egal. Bis mein Hütchen fertig ist, kann er da hängen bleiben. Haben wir hier noch irgendwo eine Stelle, wo ein Koch rein kann? Ja, bei mir hinten im Eins. Dann nehmt ihr den mal aus dem Gemeinschaftsherd da vorne raus, den typischen Koch, weil ich kann mich nicht mehr bewegen sonst. Die macht mir erstmal die Schuhe wieder heile hier. Welchen Koch? Na, den Koch. Hier, aus dem Stein? Aus dem Steinherd, ja. Ui. Diese Frau, die da drinne ist? Nein, unten ist ein Koch. Nicht oben, unten. Ja, ich stehe hier unten an dem Steinherd und da ist eine Dame drinne, die heißt Vanessa. Nein, unten ist ein Koch drin. Das ist schon der richtige Herd, in der unteren Leiste. Da ist ein stinknormaler Koch. Ach so, den Dreier da. Genau. Der. Schaut niedlich aus, der Drache. Hier gibt es noch einen grünen auch, aber der ist in der roten Stadt. Oh, holen wir auch noch. Oh, möchte ich auch haben. Oh, ich habe jetzt einen Priester, cool. Ach ja, ich kann ja auch mein Dings noch aufwerten, glaube ich. Mein. Dein? Tempel. Das hatte ich jetzt auch gleich vor, zu machen. Willst du das aufnehmen, Jack? Wenn ich das aufwerte? Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Na dann komm her. Wenn du da bist, sag Bescheid. Angel, das dauert, bis der fertig aufgewertet ist. Wer hat denn die 60 gebogene Holz rausgenommen? Ich nicht. Alles drinne. Ich auch nicht. Die sind weg. Ich nicht, ich hab da nichts rausgenommen. Ach, da sind sie. Gut, dann starte ich den Quatsch. 3, 2, 1 und fertig. Ich stelle. Wie lange braucht das jetzt so? Das braucht eine Weile. Ja, bis der Balken da unten vollgelaufen ist. So. Ich brauche immer noch Tierhaut. Foxy, wenn du soweit bist, kannst du mir mal so wieder so ein Pixie-Ding da herstellen, für dass ich mehr Fell rausbekomme? Mach ich. Gut, danke. Jetzt lass doch los, du Blödel. Ich soll machen. Gut. Was, du stellst jetzt hier im Haupthaus, oder was? Mhm. Gut. Und was war das nochmal für eine Werkbank? Die Schmiede. Ach so, okay. So. Gut. Den Rest packe ich erstmal in die Kisten, was ich jetzt hier habe, und dann können wir schon die nächste Runde holen. Ja, okay.